Jawohl, da ist mal wieder einer der Sprödisteine auf Reisen gegangen. Ja, und diesen herrlichen Sprödistein, den findet ihr hier an der Räuberghütte. Ja, ich war mal wieder frühmorgendlich unterwegs. Diesmal ja im Räuberg hier im herrlichen Lahnebergland auf einer schönen 9 Kilometer langen Rundtour. Wenn ihr sehen wollt, was es hier alles so im Räuberg Spannendes zu entdecken gibt, ja, dann bleibt einfach mal dran. Für den Räuberg starte ich meine Tour hier direkt oberhalb von Gerzen. Hier ist man von den Gerzer Klippen rausgekommen, wenn man den Idhilsweg lang geht. Und der Idhilsweg führt hier weiter durch den Räuberg Richtung Brunkensen zur Lippholzhöhle. Ja, und ich werde jetzt erstmal ein großes Stück hier entlang des Idhilsweges wandern und ja, mich langsam in die dunklen Gefilde des Räuberges vortasten. Ja, aber bis dahin ist noch ein gutes Stück. Ich bin jetzt hier gerade mal oberhalb von Gerzen. Ja, und hier startet meine ja knapp 9 Kilometer lange Rundtour. Perfektes Timing. Dort oberhalb vom Menteberg bei Langholzen erscheint gerade die Sonne und wird jetzt gleich hier den Räuberg in das erste Sonnenlicht tauchen. Das heißt für mich, ja, jetzt geht's hier rein in den dunklen Wald und mal schauen, wie die einzelnen Wege hier beschaffen sind. Denn wir haben hier Mitte Juli, man sieht, das Korn ist erntereif und da hat das ganze Gras hier natürlich sein Maximum an Wachstum erreicht. Und dementsprechend können hier auch schon mal die ein oder anderen Wege zugewachsen sein mit mannshohen Brennnesseln und. Da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen. Ja, aber hier erst noch mal ein schöner Blick auf die aufgehende Sonne. Ja, auch der Räuberg hat hier ein paar Klippen zu bieten, die dann auch ja ganz schön steil runtergehen. Ja, der Idhilsweg, der führt da unten lang am ja, Waldrand mit herrlichem Blick Richtung Gerzen und dann Richtung Alfeld. Die sieben Berge kann man schön erkennen. Aber ich habe den Idhilsweg einfach hier querfeldein verlassen und bin hier einmal hoch zu den Klippen, um mal zu schauen, ja, was sie für einen imposanten Eindruck bieten. Und ja, hier führen allerlei Trampelpfade lang. Also hier oben scheint immer richtig was los zu sein. Ja, interessant. Aber jetzt gehe ich wieder zurück da unten auf den Idhilsweg und dann weiter zum nächsten Ziel. Das ist der Umspannturm hier von Gerzen, weithin sichtbar. Und oben auf der höchsten Erhebung hier im Räuberg, da steht dieser Umsetzer. Boah, ich denke mal noch so 1,5 Kilometer. Ich genieße noch ein wenig die vielen versteckten mystischen Klippen, bevor es schließlich weitergeht, immer entlang des Idhilsweges Richtung Norden, mein nächstes Ziel stramm vor Augen, die höchste Erhebung hier im Räuberg mit 328 Metern. Dort oben auf der namenlosen Kuppe steht weithin sichtbar der Umsetzer Gerzen. Der kleine Fernmeldeturm wird von der Deutschen Telekom betrieben und ist verglichen mit den Fernmeldetürmen von Sibisse und Basinghausen eher ein Winzel. Ja, jetzt bin ich hier am Umsetzer Gerzen angekommen. Hier oben auf dem Räuberg 328 Meter über Normalnull. Da hat man dieses Teil hingesetzt und es ist auch weithin sichtbar. Deswegen, ich wollte hier unbedingt mal hoch. Ich bin jetzt hier noch mal einen kleinen Umweg hochgegangen, aber jetzt geht es wieder weiter Richtung Norden. Für alle, die diese kleine Tour hier mal nachwandern wollen, unten in der Beschreibung habe ich wieder eine kleine Wanderkarte verlinkt, auf der ihr sehen könnt, wo ich da so lang gewandert bin. Ja, hier, wie gesagt, ein kleiner Umweg. Hier noch mal hoch zum Umsetzer. Kann man machen,
muss man nicht, aber für mich war es einfach mal eine Ehre, dieses Ding mal aus der Nähe zu sehen. Natürlich nicht vergleichbar mit den Fernmeldetürmen hier bei Sibbisse oder mit dem Fernmeldeturm da im Deister, Fernmeldeturm Basinghausen. Aber auch sehr imposant und wie gesagt, man kann ihn, wenn man hier wohnt, immer weithin sehen. Ja, das war der Umsetzer Gerzen und jetzt geht's hier wieder zurück und weiter Richtung Norden. Qualitätswanderweg, Idhilsweg. Ja, man kann es hier schön an dem Weg erkennen, herrlich ausgeschildert. Und wirklich top in Schuss hier für diesen herrlichen 80 Kilometer langen Rundwanderweg. Da macht das richtig Spaß, hier am Idhilsweg durch den Reuberg zu wandern. Ja, von da ganz hinten bin ich ja gerade gekommen. Da war der Umsetzer von Gerzen. Und hier bin ich jetzt mitten im Reuberg. Und die Reuberghütte müsste da so in einem Kilometer dann am Wegesrand erscheinen. Ja, der Idhilsweg, ich habe es eben gesagt, 80 Kilometer langer Rundwanderweg. Ein Highlight am nächsten habe ich auch schon mal bewandert und einen Zweiteiler drüber gemacht. Der Idhilsweg in seiner ganzen Pracht quasi, habe ich euch hier oben mal verlinkt. Ja, aber die Sonne steigt kontinuierlich empor. Das heißt, ja, so langsam wird es Zeit, dass ich an der Reuberghütte ankomme und dort mal ein kleines Päuschen machen kann. Ja, die Reuberghütte ist erreicht. Jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ja, tatsächlich ein bisschen dunkel hier drin, sehr, sehr gemütlich, aber man hat ja auch die Möglichkeit, ein Feuer zu machen und für ein bisschen wollige Wärme zu sorgen. Das heißt, auch im Winter hier ein sehr, sehr beliebtes Ausflugsziel. Wie gesagt, sehr heimelig, sehr gemütlich, also auf jeden Fall einen Ausflug wert. Und ich weiß, der ein oder andere Wandersmann hat hier auch schon mal die Nacht in der Reuberghütte verbracht und ja, hier dann die Stille des Reuberges tief in der Dunkelheit genossen. Ja, sehr schön, tolles Ausflugsziel und auch relativ gut in Schuss. Und wie gesagt, völlig zugänglich, tolle Sache. Und Richtung Lippoldshöhle geht es jetzt in die Richtung. Oh, jetzt hier mal direkt eine Klippe am Wegesrand. Hier im Reuberg, von da oben kommt der Idhilsweg und macht hier einen Bogen weiter Richtung Lippoldshöhle und führt hier vorbei an dieser spektakulären Felsformation. Sehr, sehr herrlich, ja, bestimmt 15 Meter hoch und ja, sehr prägnant hier am Reuberg. Da die Klippen am Anfang des Videos liegen ja oberhalb vom Idhilsweg und sind vom Idhilsweg ja quasi gar nicht einsehbar, sondern ja ein bisschen abseits des Weges. Die waren natürlich auch spektakulär, gehören aber nicht offiziell zum Idhilsweg. Weitere, ja, extrem imposante Ausflugsklippen findest du natürlich da oben im Id. Dort gibt es ja zum einen die Lürdeser Klippen, ein ja sehr bekanntes Klettergebiet im Id oben nahe der Idwiesen. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, früh morgens im dichten Nebel, sehr, sehr mystisch, habe ich euch hier oben mal verlinkt. Und wenn man da beim Id ein bisschen weiter Richtung Norden schaut, da haben wir Ockensen. Da gibt es unten bei Ockensen den ja, Wasserbaum, ein ja, von Menschen gemachtes Naturwunder, der Wasserbaum von Ockensen. Und dort kann man dann direkt hoch auf den Idkamm wandern zur Aussichtsklippe Hammerslust und dort zum Beispiel den Sonnenuntergang genießen. Auch das habe ich schon mal gemacht. Die Ausflugsklippe Hammerslust im Sonnenuntergang. Auch dieses Video habe ich euch mal verlinkt. Ja. Na komm, ab. Ja, wenn mir schon mal ein wildes Tier über den Weg läuft, ja, dann muss ich es auch gleich festhalten. Und wenn es nur eine kleine
Kröte ist, die hier über den Weg kommt oder ein kleiner Frosch. Eine Blindschleiche wäre natürlich mal ein echtes Highlight wieder. Aber ja, ich glaube, die sind dann doch zu schnell wieder für mich. Ja, und der kleine Hüpfer eben, der konnte gar nicht schnell genug fliehen, wie ich ihn schon auf der Hand hatte. Ja, und ich bin jetzt hier schon übrigens oberhalb der Lippoldshöhle. Hier waghalsige Kletterfelsen hier, die sich hier im Glänetal langziehen. Und jetzt gehe ich hier runter Richtung Lippoldshöhle und dann schauen wir uns die Lippoldshöhle mal ja direkt von vorne an. Ah, das hier unten, das ist die Gläne, die kommt aus Richtung Hohe Warte und fließt weiter nach Brunkensen, bevor sie sich dann irgendwann dann da in die Leine ergießt quasi. Ja, und hier im Glänetal, wo die Gläne langfließt, da ist auch die Lippoldshöhle, hier direkt am Idhilsweg gelegen. Ein ja, sehr, sehr beliebtes Ausflugsziel. Dementsprechend kann es hier auch schon mal recht voll werden, denn wir haben hier drüben direkt einen Parkplatz und da ist der Weg hier nicht weit bis zur Lippoldshöhle. Ja. Noch ist relativ wenig los. Ich will mal kurz hinschauen, aber nur oberflächlich, denn etwas intensiver habe ich hier den Bereich der Lippoldshöhle bei meinem Zweiteiler über den Idhilsweg ja bewandert und ein bisschen mehr recherchiert. Also wenn ihr ein bisschen tiefer eintauchen wollt in die Lippoldshöhle, dann empfehle ich euch den Idhilsweg Teil 2. Da bin ich dann auch in der Höhle rumgekraxelt. Ja, jetzt will ich nochmal hier ein bisschen an der Lippoldshöhle lang gehen. Ah, die Lippoldshöhle ist touristisch erschlossen. Dort führt eine schöne Metalltreppe hoch zum oberen Plateau. Dort haben wir, ja, ich glaube, das ehemalige Gefängnis. Dort das Loch in der Wand ist ein Ausguck in diesem Raum. Und wenn man oben auf der Treppe ist und rechts rum geht, dann führt hier in den Felsen ein schmaler Gang lang. Und der kommt dann da oben raus und dann führt hier von da oben nach unten eine schmale Metalltreppe in einer Felsspalte nach unten. Allerdings muss ich jeden warnen, das ist nichts für etwas kräftigere Menschen. Dort sollen auch schon mal welche stecken geblieben sein und mussten dann ja aufwendig rausgeschält werden hier aus dieser Lippoldshöhle. Also wie gesagt, nur was für schlanke, grazile Menschen unter uns. Ja, hier unten nochmal ein etwas größerer Raum, auch mit Verbindung hier zu dem Aufstieg nach oben. Also alles sehr, sehr interessant und mystisch und natürlich ein Paradies für Kinder. Deswegen ist hier auch immer sehr viel los. Um die Ecke rum haben wir den legendären Lügenstein, ein großer Felsbrocken, der sich da zwischen zwei Felswänden verkeilt hat. Man sagt, wenn man zum Lügenstein geht, sich drunter stellt und eine Lüge sagt, dann fällt er einem auf den Kopf und ja, man wird gleich für seine Lüge bestraft. Ich habe es in Teil 2 meines Idhilsweges ausprobiert. Er ist oben geblieben, also wahrscheinlich auch nur eine Sage, eine von vielen Sagen und Mythen hier ja, an der Lippoldshöhle. Ja. Ein kleiner Blick hier entlang der Lippoldshöhle und dann geht es jetzt weiter hoch Richtung Reuberg wieder und dann im westlichen Bereich zurück, dort wo meine heutige Tour gestartet ist. Die Lippoldshöhle besteht aus von der Natur geschaffenen Felsspalten, die im Mittelalter künstlich zu einer Sperrburg erweitert wurden. Die Höhle besteht aus mehreren über Gänge verbundenen Kammern, sowie einer natürlichen Felsspalte, dem sogenannten Schornstein, der ursprünglich als Einstieg gedient haben dürfte. Die Räume sind als Küche, Stube und Gefängnis bekannt. Zahlreiche Balkenlöcher in der Felswand lassen auf hölzerne Anbauten rückschließen. Die Lippoldshöhle befindet sich direkt am Glänedurchbruch zwischen dem Reuberg und dem Duingerberg. Und ist somit eins der beliebtesten Ausflugsziele hier im Leinebergland. Ah, da hinten 400-500 Meter. Da war die Lippoldshöhle und ja, ich gehe ja jetzt hier von meinem nördlichsten Punkt der heutigen Rundtour im westlichen Reuberg zurück. Aber im Moment bin ich hier genau oberhalb
der alten Destillieranlage Ofen 3 und Ofen 4 aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man jetzt hier runtergehen würde, da könnte man noch die Ringe erkennen, das runde Fundament der Sammelbehälter, der Lagerbehälter für das Rohöl und den gewonnenen Diesel. Ja, zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurden diese Behälter dann abgebaut und die Ringe sind übrig geblieben. Und eine Zeit lang wurde dann dieser Bereich da unten als Freibad genutzt für die Bewohner hier aus Brunkensinn. Das war dann hier die Badeanstalt mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Und mittlerweile aber dann als Badeanstalt auch aufgegeben und mittlerweile sehr, sehr zugewachsen. Viele Bäume sind umgestürzt, die auf diesen Ringen liegen. Also kaum noch ein Durchkommen. Aber man sieht hier in unserer Gegend auch viel Historisches zu entdecken. Und sei es nur aus der dunklen Zeit des Nationalsozialismus. Übrigens, zum einen hier die Destillationsanlage, Ofen 3 und Ofen 4. Aber wir haben ja hier, wenn man da unten im Gelenetal stehen würde, schon einen herrlichen Blick auf den Hilz. Und im nordwestlichen Hilz, da bei Holzen, da bei Lenne, da waren sogar Konzentrationslager mit sehr, sehr vielen Zwangsarbeitern, die dann ihr qualvolles Leben in den vielen Schächten und Gruben im Hilz fristen mussten. Und dort sind viele, viele Stätten der Zwangsarbeit zu entdecken. Auch da habe ich eine komplette Playlist drüber, die Stätten der Zwangsarbeit hier im Leine- und Weserbergland. Sehr interessante Orte zwischen, sehr, sehr spannend, aber auch ein sehr trauriges Kapitel hier in unserer Gegend. Habe ich euch hier oben mal verlinkt, die Playlist zu den Stätten der Zwangsarbeit. Ja, das nur mal so am Rande. Und hier durch das dichte Untergehölz, hoffe ich, komme ich dann zurück Richtung Ausgangspunkt. Vom herrlichen Glenetal gehe ich schließlich weiter im westlichen Bereich des Reuberges in Richtung Hohenbüchen. Unterwegs kann man immer mal wieder einen kurzen Blick auf den nahegelegenen Hilzkamm erhaschen, der dort im Westen emporragt. Ich bin jetzt hier 279 Meter über Normalnull und diese spektakuläre Anhöhe hier hat sogar einen eigenen Namen, nämlich Helleberg. Nicht zu verwechseln mit dem Gebirgszug Helleberg, der da parallel zum Selter etwas weiter südöstlich gelegen von hier Richtung Harz verläuft. Hier die Anhöhe heißt Helleberg und weitaus interessanter ist die Tatsache, dass wir hier oberhalb von Hohenbüchen sind. Hohenbüchen liegt dort westlich im Tal und hinter Hohenbüchen beginnt dann auch schon der herrliche Hilz mit seinem doch sehr markanten Hilzkammweg, der sich da oberhalb von Hohenbüchen langzieht. Ja, das heißt, ich bin jetzt hier schon stramm auf dem Rückweg zum Ausgangspunkt, da wo meine Tour heute Morgen gestartet ist. Das heißt, mein Wandervideo hier durch den Reuberg neigt sich langsam dem Ende zu. Ja, wenn euch diese kleine 9 Kilometer lange Rundtour hier durch den Reuberg gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Das freut mich und vielleicht lässt sich ja der ein oder andere endlich mal überzeugen, auch ein Abo dazulassen. Dann kriege ich wieder Schnappatmung und springe hier regelrecht im Karree. Ja, ansonsten schaut mal durch meinen Kanal, ihr wisst es, viele weitere tolle Wanderziele hier im herrlichen Leinebergland, aber auch dort drüben im westlich angrenzenden Weserbergland und natürlich auch in dem nördlich gelegenen Kahlenberger Bergland. Viele tolle familienfreundliche Wanderungen erwarten euch auf meinem Kanal. Schaut mal durch, lasst euch inspirieren. Und nicht vergessen, in jeder Beschreibung der Videos ist unten ein Link zu einer Wanderkarte, wo ihr sehen könnt, wo denn der Sprödi da lang gewandert ist. Ja, ich gehe hier noch weiter durchs Dickicht und hoffe dann in 4-5 Kilometern dann auch wieder am Parkplatz da anzukommen. Ansonsten,
noch zum Schluss ein paar schöne Impressionen hier vom Heuberg. Ich sage tschüss, euer Sprudi, und jo, bis zum nächsten Mal.